Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es riecht krass. Es riecht krass nach Pokal-Halbfinale, Freunde. Wer spielt denn heute? Freunde, heute geht's SV04 Attendorn gegen SG Finnentrop. Ja. Halbfinale. Landesliga gegen Oberliga. Hatten wir ja schon mal auf unserem Kanal. Ihr wisst alle, wie es geendet ist. Freunde, nach Empfehlung sind wir hier hingekommen. Ist wie gesagt ein Halbfinale. Danach steht schon von Weißsaal das Halbfinale an, aber erstmal sind wir hier. Wie gesagt, Landesliga gegen Oberligist, aber ihr wisst, im Pokal ist alles möglich. Ja. Wir sind gespannt. Eine Mannschaft aus Attendorn hat es ja bereits ins Finale geschafft. Mal gucken, ob die andere Gruppe nachzieht. Ja. Hey, komm. Boah, wir haben ungefähr da hinten geparkt. Hier ist noch einer frei. Man kann ja joggen. Aha. Wir spielen auch heute, ne? Das ist unsere Einlaufmusik. Ja, ist so. Armin, ich wusste gar nicht, dass du heute Musik hier machst. Einfach Schlange vorm Jungsklo. Bezahlt für beide direkt mit. Ja, jetzt. Hier auch weiter, Tommy. Wenn das mit den dicken Preisen so weitergeht, muss ich hier bald hin. Die Gasse oben. So, Freunde, wir machen jetzt einen Plätzer für euch. Viel Spaß. Spiel ist schon voll im Gange. Wir haben was Gefährliches zu trinken geholt. Es wird gegönnt, ja? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten gar keinen Bock, Eintritt zu bezahlen. Da hab ich doch drauf, hab ich doch drauf. 1-0 für Finnentrop. 1-0 für den Favoriten, Freunde. Ungern gewünscht. Damit das Ganze hier spannend bleibt. Aber unabhängig jetzt von dem 1-0, was sagst du, wie das Spiel trotzdem ausgeht? Boah, guck mal, das Ding ist, wie lange ist das gespielt? 5 Minuten vielleicht? Hm. 1-0. Wenn das jetzt so weitergeht, ne? Ja. Ich will hier auf jeden Fall kein 4-0 für Finnentrop sehen. Das wäre ein bisschen. Nee, ich hätte auch keinen Bock auf den Druck. Also kein einseitiges Spiel auf jeden Fall, wisst ihr? Ja. Ja, kriegt er noch. Oh, Alter. Oh! 13 Start. Auch viele Spieler von Dings jetzt im Finale. SV Attendorn. SV Türk Attendorn. Türk Attendorn. Türk Attendorn. Und viele Spieler von denen hier ja, gerade. Im Halbfinale 2-1 gewonnen. Wollen wahrscheinlich auch wissen, wer im Finale kommt, oder? Genau. Wir sind ja zwei Konkurrenten, beide aus Attendorn, Freunde. Beide Bezirksliga oder Landesliga. Aber bis jetzt hat Finnentrop die Nase vorne. Ne? Ja, jetzt gibt's ein Freistoßtor. Guck. Ankert. Ankert. Sag mal her. Ui! Warte, das ist noch heiß. Ah, okay. Okay. Oh, Alter. Ich glaube, Attendorn müsste jetzt einen Korb machen, damit die Stimmung ein bisschen. Freunde, gerade ist es sehr ruhig. Man hört ja eigentlich von keinem was. Aber war gegen Weißwald auch so. Bis dann der Tor gefallen ist und dann ging es da ab. Ja. Wow. Aho. Das ist glücklich. Oh, wie ein kompletter Remix. Also das ist ein bisschen. Das von Finnentrop links außen, da geht die meiste Action nach, Freunde. Da kamen schon ein paar sehr gute Bälle nach vorne. Oh, da, Alter! Meinst du, so ja, einmal eine Vorlage gehalten, bekommen? Wow, Alter. Überleg mal. Selbst Rabach-Tal. Rabach-Tal. Ist in Rabach-Tal.
Leute, warte mal hier. Viel mehr Stimmung. Ja. Also hier ist schon echt sehr, sehr ruhig dafür, dass so viele Leute hier da sind. Ist nix. Nee. 1-0, aber trotzdem, Attendorn kommt halt überhaupt nicht ins Spiel, weil Fintrop macht das sehr krass professionell. Der also Ligenunterschied, den sieht man heute echt deutlich. Den sieht man sehr, sehr deutlich. Ja. Aber wie gesagt, es sind noch 45 Minuten, es steht nur 1-0, alles kann noch passieren. Wir haben schon echt verrückte Sachen auf diesem Kanal gesehen. Heute würde mich nicht wundern, wenn hier noch was Verrücktes passiert. Ja. Wir suchen jetzt erstmal was zu essen. Christoph Kammer mit der Pommesbühne hat euer Vertrauen. Ein altbekanntes Spiel. Ihr wisst, Pommes muss getestet werden. Probieren wir den Aal. Hm. Knusprig. Oh, knusprig. Nee, schön weichen. 8, 7, 7 von 10, 8 von 10. Krass. Was auf jeden Fall hier positiv ist, ihr kommt die Wurst frisch vom Grill. Deswegen bekommt ihr von mir eine 8 von 10. Brötchen ist auch weich. Richtig geil. Ne? Hm? Und das Spiel geht da hinten auch schon weiter. Halt dazu Pro. Also Freunde, bis jetzt am Pommesstand traurigerweise mehr Action von den Zuschauern als fürs Spiel. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das ändert sich. Hast du gehört? Es ist fast 1-1 passiert. Mhm. Komplett leise alles. Gut. Ja! 2-0, als er kurz nach der Halbzeit hat pünktlich eingeschaltet. Freunde, 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Aber wieder direkt kurz nach der Halbzeit. Ja. Also Stimmungskiller. Boah, das wird Schmackes an. Was wir als Training machen, 2-3 Ballkontakte maximal, die ziehen das durch. Die machen nur per direktes Treffer. Ja. Tore zählen nur direkt. So Jungs, ab jetzt freies Spiel. Aber es ist das schön, wenn man Anspielstation bekommt. Komplett freier Mann. Du kannst ihn einfach anspielen, Situation klären, alles. Auf jeden Fall aus dem Stehkreis einfach mal ein paar Spieler, die dir ins Auge gestochen sind. Wie gesagt, Freunde, 22 von Attendorn ist gut. Von Fintrop 17. 17, 6 und 16, ich finde der Linksverteidiger. 13. Der Linksverteidiger. Der da hinten, 13. Heps oder so heißt der. Der ist auch eine Maschine. Der da am Ball ist. Ja, den meine ich doch. Der ist doch nicht dieser Liga. Klar, der. Boah. Was ist das? 3 zu 0. Aber abseits. Hebt dir die Hand wieder. Hebt doch direkt. Ich sehe das nicht. Digga, ist der schnell. Oh. Aber siehst du, was ich meine? Selbst aus 10 Metern oder so kann man mal daneben schießen. Was oberlig ist. Deswegen macht ihr nichts draus, Wacker. Schießt er nicht daneben, schießt er mit 5 km/h auf Torwart. Ja, oder so. Dann schießt doch lieber daneben. Wie viele Eigentore hast du dieses Jahr schon gemacht? Kein Torwart, ja. Weiß ich. Und hier ist gerade das 3 zu 0 gefallen. Ich habe das der Tops gelutscht, meine Freunde. 2 Minuten noch, 3-0, ganz eindeutig. Hier passiert nichts mehr. Das ist super gemacht. Also super gemacht. Gleich mit mehr Kampf auszuparken, Freunde, als das Spiel hier. Muss man leider sagen. Kleiner Teaser, wir haben hier. Nächste Woche noch ein Halbfinale, oder? Ja, und Weißhalb, Freunde, da freuen wir uns besonders drauf. Das schaltet da unbedingt ein. Also so wie wir die Fans in Erinnerung haben, war das ziemlich geil. Ja. Bei uns Event-Fans an, Alter, gehen eine Minute vor Abpfiff. Sonst haben wir Miesschlägerei mit Auspacken. Herzlich willkommen zum Outro. Der zweite Finalist steht fest. Freunde. Wie gesagt, wir haben den beschissensten Parkplatz erwischt. Freunde, wie gesagt, das war hier eine Machtdemonstration. Ich meine, Fintrop nicht umsonst 7. in der Oberliga. Das heißt schon was. Ja. Bei Attendorn haben wir eben noch mitbekommen, dass ein paar wichtige Spieler gefehlt haben. Das hat auch nochmal einen guten Impact gegeben.
trotzdem haben die auch unabhängig vom Ergebnis echt trotzdem mega gut mitgehalten. Fintrup spielt zwei Ligen höher, was willst du erwarten? Ne? Wenn John Newcastle 6-1 gegen Tottenham gewinnt, dann kann man auch 0-3 verlieren, mal gegen den Oberligisten. Das wird Newcastle, Freunde, die Highlights. Finale seht ihr natürlich auch auf unserem Kanal. Nächste Woche Halbfinale. Und ja, das können wir noch abschließend sagen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ihr kennt das Spiel. Ihr kennt das Spiel. Wir sehen uns schon am nächsten Mittwoch, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Bock. Wir haben auf jeden Fall Bock. Also auf das Spiel haben wir uns am meisten gefreut. Ja, wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns. Peace out. I've been sliding out of Elon, I did the dash. Shawty know I only care about the cash. Big bones, big sticks, big racks. She asked me how I got it, said I got a lot.